Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder mal um ein Tablet. Ja, ich habe sehr wenig Tablets vorgestellt, aber es geht um den gefragten Tablet von Samsung. Und zwar das Tab 6S Lite. Das Tablet plus einen Stick, der mitgeliefert wird. Was der so drauf hat und gerade besonders auf den Hinblick mit dem Prozessor, dort werde ich einige Worte verlieren und wir werden ihn natürlich ausführlich testen. Wie gut ist der Pencil Stick? Lohnt es sich, dieses Tablet zu kaufen oder gibt es eine attraktive Alternative? Das Ganze in diesem kurzen Video. Und angefangen mit der Verpackung. Samsung gibt sich nie Mühe mit der Verpackung. Die Verpackung sieht ganz okay verarbeitet aus. Könnte man natürlich etwas mehr erwarten für den Preis, je nachdem, wo man das Tablet natürlich gekauft hat. Ich habe es bei Otto gekauft, dort habe ich 270 Euro gezahlt. Ich habe auch Angebote gesehen für 250 oder bei Samsung für 376 Euro kostet es momentan. Hier sieht man, ein Stift ist mit dabei, der hat eine ziemliche Spitze, was mich irgendwie, ja, sieht etwas komisch aus, aber das werden wir natürlich sehen. Ein Knopf, wofür der ist, weiß ich derzeit auch nicht. Und ich weiß, wie ich schon gesagt habe, das ist mein erstes Samsung Tablet. Ich hatte schon einige Tablets, aber keins von Samsung. Eine kleine Besonderheit ist der Prozessor, beziehungsweise nicht für alles ist eine Besonderheit, sondern für mich, denn der Prozessor ist nicht irgendein Prozessor, sondern der Prozessor war mal im Samsung Galaxy S9 verbaut. Oder, wie die meisten es kennen, im Samsung Galaxy A51. Und nicht nur der Prozessor ist derselbe wie vom A51, sondern auch der Arbeitsspeicher. Da bin ich etwas skeptisch mit dem Arbeitsspeicher, denn 4 GB Arbeitsspeicher für ein Android-Tablet finde ich ein bisschen wenig. Aber ich lasse mich gerne überraschen und vom Besseren belehren. Aber das werden wir natürlich im Testbericht sehen. Und wenn du den Testbericht nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal genau jetzt. Und dann gucken wir mal in die Verpackung rein. Ein üblicher Ladekabel, USB auf USB-C. Ein Ladenetzteil, das 15 Watt laden kann. Stimmt das auch? 7,8 Watt, so steht es auf dem Netzteil. Ob es natürlich schneller geht, werde ich natürlich sehen. Und auch, ob es Wireless Charging funktioniert. Das konnte ich so aus der Webseite nicht herauslesen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe ein Docking bzw. eine Ladestation. Dort können wir das mal drauflegen und gucken, ob es funktioniert. Aber schauen wir mal weiter. Und da liegt der Pencil Stick in der Verpackung drin, als ob er nicht dazugehört, versehentlich reingeschmissen wurde. Aber ja, schauen wir auch gleich rein. Ein USB-SIM-Fach haben wir hier. Das heißt, wir können hier auch eine SIM-Karte einlegen. Ich schaue mal eben auf die Verpackung, was ich hier bestellt habe. 64 GB in der Farbe Grau ist das, aber auch die LTE-Variante. Light. Interessant. Es bleibt spannend. Genau. Dann den Pencil hole ich hier mal raus. Okay, die Spitze fühlt sich ziemlich spitz an. Ich hoffe bloß, dass ich damit das Tablet nicht zerkratze, denn das möchte ich eigentlich nicht. Den Knopf kann man drücken, das ist auch okay. Also aber für was er ist, er liegt eigentlich wie so ein Bleistift in der Hand. Also erstmal so vom Halten würde ich sagen, ganz angenehm. Aber was haben wir hier noch versteckt? Oder auch nicht versteckt? Hier, das passt dann auch schon mit dem Ladeinhalt. Aber erstmal ziemlich zufrieden, keine Kopfhörer, dafür ein Stick und dann holen wir auch mal das Tablet aus seiner Hülle raus. Das ist keine Plastikhülle, das finde ich wirklich sehr gut, was Samsung hier gemacht hat, denn die Plastikhüllen, ja mal, die wissen es alle, umweltfreundlich sind diese natürlich nicht. Und so wie ich hier gerade sehe, haben wir hier tatsächlich ein SIM-Kartenfach. Das heißt, wir können hier eine SIM-Karte einlegen, um ja, das Ding mobil zu benutzen. Und mein erster Eindruck, also was das Optische angeht, zur Leistung kommen wir gleich. Es ist dann doch schwieriger, als ich gedacht habe. Jetzt sagen bestimmt einige, hä, wieso schwierig? Einmal, es ist sehr hochwertig,
Wir haben hinten Aluminium. Das sieht sehr gut aus. Wirklich sehr gut. Zum anderen haben wir aber dickere Displayränder, als ich mir eigentlich erhofft habe. Aber sie ähneln einem iPad sehr stark, gerade von den Displayrändern. Das Display ist ein LCD-Display, kein OLED-Display. Das ist auch ein kleines Manko. Aber ja, die meisten Tablets haben ein LCD-Display und kein OLED-Display. Das bekommen wir tatsächlich nur bei den Top-Tablets. Gerade zum Beispiel Huawei bringt demnächst ein neues Tablet raus und dort werden wir auch OLED am Start haben. Ich werde das natürlich auch testen. Aber für alle, die nicht wissen, bis jetzt im Jahre 2021, wie man eine SIM-Karte einlegt, das ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr es nicht wisst. Deshalb bin ja ich da. Man piekst einmal in die Öffnung rein, legt hier die SIM-Karte rein und eine Speicherkartenerweiterung ist auch möglich. Das ist sehr gut. Man kann ihn erweitern bis zu einem Terabyte. Das ist faszinierend. Ich schalte das Gerät mal an, dann können wir auch gleich mal sehen, wie das Display so in der Kamera ist. Ganz klassisch Samsung Galaxy Tab 6S Lite. Aber die Frontkamera, die besitzt 5 Megapixel. Das ist ganz okay. Ich hatte vorher ein Amazon Fire HD 10 Plus im Test. Jetzt einen etwas leistungsstärkeren Prozessor. Wie gesagt, der war mal im S9 und dem A51 und beide Prozessoren waren ganz okay. Ich bin jetzt kein Fan vom Exynos Prozessor, denn hier ist ein Exynos 9611 verbaut. Dieser ist eine Mittelklasse Prozessor heutzutage. Mit Android 11 müsste ich hier normalerweise auch schon drauf installiert sein. Da bin ich gespannt, wie dieser laufen wird. Aber bei den Kameras stehen geblieben, wechseln wir eben auf die Rückseite und dort finden wir auch die Hauptkamera, die sich auf der Rückseite befindet und die löst in 8 Megapixel auf. Aber das ist auch nicht so viel, dennoch finde ich es gar nicht mal so schlimm. Denn ganz ehrlich, mit dem Tablet macht man nicht ganz so viele Fotos und die Kamera-Ausrüstung ist meines Erachtens nach wirklich okay. Die Display-Auflösung ist keine Full-HD-Plus-Auflösung, denn diese hat nur 2000x1200. Was aber den internen Speicher angeht, habe ich ihn, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ihn erwähnt habe, 64 GB ist er ursprünglich, erweiterbar natürlich bis zu 1 TB. Und wie er erweiterbar ist, konntet ihr ja gerade eben sehen. Geht es eigentlich? Okay, es funktioniert jetzt schon. Dann bedienen wir doch mal alles mit dem Stick. Ich habe alles gelesen und bin mit allem zu einverstanden. Nein, die Diagnose möchte ich nicht senden und Informationen auch nicht. Und dann gehen wir auch schon weiter. Nun das WLAN kurz auswählen und den WLAN-Schlüssel. Das Ganze mache ich eben. Bis gleich. So, eben fix mit dem WLAN verbunden und dann geht es auch schon weiter. Aber von was ich noch nicht geredet habe, ist natürlich um die Größe. Die Größe dürfen wir nicht vergessen, das Gewicht habe ich eben kurz erwähnt, das wiegt ganze 467 Gramm, ist kein Leichtgewicht, aber wir dürfen nicht vergessen, dieses ist wirklich solide verarbeitet. Besser verarbeitet als manch so ein Smartphone von Samsung. Aber was haltet ihr von den technischen Daten? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Oder seid ihr ein Fan von Tablets auf Android basiert oder auf iOS basiert? Das würde mich auch brennend interessieren. Aber machen wir weiter mit der Größe für alle, die es vielleicht interessiert. In der Höhe misst das Tablet 244,5 mm, in der Breite 154,3 mm und dick ist es nur 7 mm. Das ist wirklich dünn. Aber die Tablets heutzutage sind wirklich alle so dünn. Und dann gehen wir auch schon mit der Einrichtung weiter. Apps und Daten kopieren. Besitzt ihr ein Android-Smartphone oder ein Tablet, dann könnt ihr jetzt die Daten kopieren oder, so wie ich, einfach weitergehen. Und wir richten das Smartphone ein. Für Smart Switch, dafür habe ich ein extra Video gemacht, nicht kopieren. Wie das funktioniert, könnt ihr in meinem Video sehen. Das verlinke ich euch
Hier oben. Nun müssen wir uns auch in Google anmelden, um den Google Play Store und weitere Apps zu nutzen. Das mache ich eben bis gleich. Also, ich habe gerade soeben alles mit dem Pencil-Stick eingegeben, so wie ich es wirklich jetzt auf Papier schreiben wollte, aber das ist rausgekommen, das heißt, die Erkennung funktioniert nicht ganz so gut. Aber versuchen wir das Ganze nochmal. Und dieses Mal hat es auch nicht so gut funktioniert. Aber was ich sagen möchte, das Schreibgefühl ist wirklich sehr gut. Jedoch muss ich noch herausfinden, was dieser Knopf bedeutet. Aber das kriegen wir heute auch noch hin. Und jetzt gehen wir zurück in die Tastatur und geben alles so ein, wie es sein soll. Bis gleich. Kopieren oder nicht kopieren? Ich glaube, diese Antwort habe ich noch schon mal gegeben. Warum fragt er mich nochmal nach? Hinzugefügtes Konto, okay. So, Google-Dienste einmal. Ah, das verstehe ich auch nicht. Schaut mal. Wir haben ein riesen Displays. Nein, sie klatschen wirklich alles in die Mitte, sodass man sogar noch scrollen muss. Ganz ehrlich, naja, durchdacht ist das nicht. Ein Minuspunkt. Hier sieht man, dass Samsung nicht optimiert hat auf das Tablet. Hier können Sie das Ganze natürlich auf den ganzen Monitor ziehen. Da müsste man nicht scrollen. Was soll das? Aber gehen wir mal weiter. So, Schutz von Ihrem Tablet, einmal Gesichtserkennung, Muster, PIN oder Passwort. Und ganz ehrlich, ja, ich hätte mir einen Fingerabdrucksensor gewünscht, vielleicht am Home-Button oder ähnliches, gerade von Samsung, von einem Premium-Hersteller, hätte ich mir sowas einfach gewünscht. Nein, ich muss noch auf die Gesichtserkennung, das ist nicht die Gesichtserkennung, wie man sie beim Apple kennt, ein 3D-Scan, sondern es macht einfach nur ein Foto von einem Gesicht und gleicht es dann immer wieder ab. Aber dann sage ich mal Gesichtserkennung. Wie dieses funktioniert, wie gut dieses funktioniert, werdet ihr natürlich im Testbericht sehen. Weiter. Bevor wir unser Gesicht einscannen müssen, ist logischerweise eine andere Variante Pflicht, damit wir auch auf eine andere Variante zugreifen. Und ja, tragen Sie eine Brille? Nein. Fortsetzen. Mein Gesicht ist registriert. Bitte streichen, okay, das lassen wir dann. Gesichtserkennung schnell erkennen, öffnete Augen erfordert, okay. Ah, das war gut, geöffnete Augen erfordert, das heißt, eure Frau, Freundin kann nicht zu euch ins Bett kommen und das einfach vor euer Gesicht halten, eure Augen müssen offen sein, dass es nicht so einfach funktioniert. Das finde ich wirklich cool, dass sie sowas gemacht haben. Ich habe mich gerade soeben mit meinem Samsung-Account angemeldet. Das ist Pflicht, so wie es gerade aussieht, finde ich auch etwas blöd, dass man sowas Pflicht macht. Aber die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Und nun schauen wir mal, was alles auf dem Tablet vorinstalliert ist. Okay, dass es jetzt so etwas ruckelt, das ist normal. Jetzt werden einige Dinge im Hintergrund hier eingestellt, heruntergeladen. Gehen eben auf die Einstellungen. Ich muss sagen, es macht echt Spaß mit ihm und das Touchen fühlt sich wirklich sanft an, nicht kratzend. Dann gehen wir mal runter in die Apps und schauen, was alles an Apps vorinstalliert ist, die wir vielleicht auch nicht brauchen. Aber auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Außer ein paar Office-Programme, die deinstalliert werden, sind ansonsten keine nervigen Spiele vorinstalliert. Jetzt ein kleiner Geheimtipp von mir. Ich bin ein Fan von den Wischgesten. Bin gespannt, ob es die hier auch funktionieren. Suchen und Gesten. Gesten, Bewegungen und Gesten. Hier die Navigationsleiste. Die habe ich gesucht. Erstmal schön den Dunkelmodus rein. Augenkomfort, nein, Navigationsleiste und die Streichgesten. Das ist viel schöner
Aus dem einfachen Grund. Wir haben jetzt hier unten, so wie man es beim Apple kennt, ein Wischgesten, mit dem wir das Tablet bedienen können. Na, also so ganz flüssig läuft das jetzt nicht. Ich hoffe, es liegt nur an den Einstellungen und den ganzen Daten, die gerade heruntergeladen werden. Aber das werden wir natürlich sehen. Ich werde damit viel zocken, ich werde damit Videos schauen und ich werde es einfach im Alltag wirklich mal auseinandernehmen und wirklich mit dem alles machen. Und ihr werdet mein Fazit hören. Aber bis dahin, hoffentlich habt ihr meinen Kanal abonniert, um das Video nicht zu verpassen vom Testbericht des Tablets S6 Lite von Samsung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.